Moin meine Kinder, also willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Willkommen zu Wobble. Die LSD-Einstellung. Ich finde die lustigerweise trotzdem so auf den ersten Blick besser als das, was wir vorhin hatten. Auch bekannt als die hässliche Einstellung, die total unscharf ist. Das geht eigentlich fast durch, weil wenn ich hier so auf den grauen Stein schaue, ist der Effekt nicht ganz so stark. Natürlich, wenn ich so aus dem Augenwinkel mir diese Bäume angucke, dann ist das schon wieder ein bisschen bedrohlicher. Die Disco-Fackel! Woo! Ja, okay. Alles klar, ich verstehe schon, das ist ziemlich krank. Eigentlich ja die perfekte Einstellung, um mal die Gegend ein bisschen unsicher zu machen. Ach, wisst ihr was, so voll ist mein Inventar auch nicht. Ich habe Essen dabei, ich habe so Tools dabei, Waffen dabei. Machen wir das einfach. Erstmal minus 5000, minus 35.000 in etwa. So, das muss ich mir nur merken. Denn wir wollen uns jetzt ein bisschen die Gegend angucken. Ganz im Ernst, die ganze Zeit rumzuhängen auf Steine zu schlagen, da wirst du doch bescheuert bei. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel ziemlich viele Blumen, die wahrscheinlich nicht so bunt sind, wie sie aussehen. Obwohl, wir haben Tulpen hier, ne? Tulpen sind natürlich schon traumhaft. Oh, allein schon der Himmel. Also ich sag mal so, ich glaube, mit den richtigen Drogen ist das auf jeden Fall ein unglaubliches Erlebnis. Würde ich jetzt mal so schätzen, annehmen, tippen, davon ausgehen, prophezeien. Autsch. Wir sind auch Schweinchen. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass ich... Ah, guck mal, hier ist das große Meer. Okay. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass ich ganz gerne eine Pyramide finden würde. Dafür brauchen wir natürlich eine Wüste. Die wir hier wahrscheinlich nicht so auf die Schnelle finden werden. Was ist das denn da hinten? Ich sehe da auf jeden Fall auch Bäume, also... Also Sachen in der Entfernung kannst du aber echt schlecht erkennen. Halt, weil dieser Wobble-Effekt da nochmal viel stärker ist. Da ganz hinten zum Beispiel, also man erahnt, dass da sowas wie Bäume sind, aber... So genau weiß man es halt nicht. Die unheimliche Musik passt auch super gut dazu. Bin doch hier wohl nicht auf einer Insel gelandet. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, wie genau wir hergekommen sind. Aber ich meine, dass ein Boot auch involviert war. So ist es ja nicht. Das ist schon ziemlich krass. Oh nein, wird's dunkel. Das hatte ich jetzt natürlich gar nicht auf dem Zettel. Ah, oh, es macht aber auch nichts. Ich denke mal, so ein bisschen verteidigen werden wir uns ja wohl können. Hoffentlich. Ah, schau mal an, wir sind wieder hier. Aber weißt du, wenn ich sowieso hier bin, dann gehe ich auch gleich mal schlafen. Das muss man doch ausnutzen.
Gut, in der Richtung hier drüben war zumindest nichts außer Wasser, viel Wasser. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist. Aber auf der anderen Seite sollte es... Oh, jetzt bin ich zu weit runtergegangen. Boah, das macht mich total kirre, ne? Wisst ihr das? Aber auf der anderen Seite sollte vielleicht ein bisschen mehr sein. Also gerade so, wenn wir vielleicht in Richtung gehen, wo ich halt immer gegen die ganzen Monster gekämpft habe, nachts. Ihr wisst, als ich auf Schwarzpulversuche war. Bei den Creepers. Wie krank das Schwein davor aussieht, ey. Wie krank es einfach aussieht. Hier ist nochmal ein komischer Tisch. Das ist schon ziemlich krass, ey. Ich bin ja gerade am Überlegen, ob ich vielleicht wechseln sollte. Aber erstens, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir überhaupt noch so viele Einstellungen haben. Ich weiß noch nicht mal, ob das vielleicht die letzte sogar ist. Und mal davon abgesehen. Was ist das? Ein Brain! Und mal davon... Du kleines Arschloch, ey. Guck mal, der hat sich... Das habe ich doch gern mitgenommen. Das habe ich aber gerade ein bisschen schockiert, weil ich meine, ich bin genau daran vorbeigelaufen, aber ich habe einfach nicht gecheckt, dass da wir hier waren. Also seht, diese Einstellung ist trügerisch. Nee, es geht mir einfach nur darum, es gibt Einstellungen, also ich hatte Einstellungen hier gehabt, die ich wirklich nur ein paar Minuten ertragen konnte. Eigentlich noch nicht mal, aber ich wollte wenigstens ein bisschen durchhalten. Ich finde, die geht eigentlich sogar fast. Ist sicherlich auch nicht das Schönste und ich würde auch nicht die ganze Zeit damit spielen wollen. Aber kann man schon machen. Also ich glaube, generell können wir festhalten, dass keine dieser Super Secret Settings wirklich besonders spielbereichernd ist. Es gibt vielleicht einige, die ganz cool sind, die man noch ausprobieren kann, oder einige, die einfach nur so kleine Veränderungen bringen, die jetzt nicht so super gut auffallen. Aber im Großen und Ganzen... Und da erzähle ich euch bestimmt nichts Neues. Ist das Ganze eigentlich nur für den Fun Factor gedacht? Wie krank das Schwein aussah! Ah! Beim Wasser muss man auch aufpassen, ne? Durch die Farben kann es sein, dass man vielleicht mal Lava vor sich hat und dann denkt, oh, es ist Wasser, weil es dann gerade in dem Moment blau war. Gut, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich ist, dass sowas passiert, aber... Aber als ich gerade dieses Wasser sah, dachte ich mir so, oh nein, Lava! Das war keine Lava. Es war einfach keine Lava. Sieht hier schon wieder alles sehr nach Wald aus. Was mich ein bisschen nervt. Gott, wie viele Wälder habe ich durchkämmt auf der Suche nach dem Dschungel. Das war echt der Shit, ey. Jetzt laufe ich hier schon wieder durch die Wälder. Fucking Hasen, was wollt ihr überhaupt von mir oder irgendjemandem? Ich habe ja echt meine Zweifel, dass ich so auf die Schnelle jetzt eine... Wo kommst du denn einfach her? Boah, war das Knäppchen. War das Knäppchen, aber das stand da einfach so rum, das geht doch nicht. Das kann doch einfach nicht angehen. Ich meine, einfach so eine Wüste jetzt zu finden, so auf die Schnelle, wird, glaube ich, schwierig werden. Und selbst wenn ich eine finde, ist ja nicht unbedingt garantiert, dass ich dann auch gleich noch eine Pyramide da drin finde.
alles sehr kritisch. Und das alles nur für ein paar TNT-Blöcke. Boah, ich wünschte, ich hätte die mitgenommen, die ich in der einen Pyramide gefunden habe. Ich wünschte es echt. Aber dem war leider nicht so. Schön 9 TNT-Blöcke. Und ich glaube 8 waren es, ne? Oder waren es 9? Wir müssen 8 gewesen sein. Oder waren es doch 9? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall genug TNT-Blöcke, um erstmal ein bisschen Zerstörung und Spaß zu haben. Aber ich hab sie einfach liegen lassen. Einfach so. Chips gemacht. Guck mal, da drüben ist zum Beispiel Lava. Jetzt habe ich natürlich keinen Eimer dabei, ne? So ein Lava-Eimer sollte man immer mit haben. Fürs PvP sowieso mal sehr gern gesehen. Aber ich finde auch in einer eher friedlichen Spielweise ist ein Lava-Eimer immer sehr vorteilhaft. Denn beispielsweise zum Brennen in einem Ofen, habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt und viele von euch wissen es vielleicht auch sowieso, aber ein Lava-Eimer brennt halt 100 Einheiten. Zum Vergleich, oh, hallo, zum Vergleich, ein Stück Kohle brennt gerade mal 8. Ne? Da man Kohle ja auch noch für sowas wie Fackeln braucht. Also ich sag mal so, wenn man die Möglichkeit hat, seine Öfen mit Lava zu beheizen, gerade wenn man solche Sachen wie Clearstone halt brennen möchte, halte ich es auf jeden Fall für vernünftig, das zu tun. Mit einem Lava-Eimer oder mit mehreren Lava-Eimern. Na, manchmal hat man ja Glück, hat man so einen kleinen Lavasee gleich um die Ecke und da kann man sich dann halt immer wieder mit der Lava ausstatten. Ja, Leute, ganz im Ernst, ich werde doch nie im Leben hier irgendwo einen Dschungel finden. Vielleicht, wenn ich richtig schön weit reise. Aber hier so auf die Schnelle. Eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Gut. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns so halb auf dem Heimweg machen. Vielleicht noch ein bisschen den Rest des Dschungels erkunden. Wer weiß, ob nicht vielleicht doch noch irgendwo ein weiterer Dschungeltempel liegt. Und ich wäre vielleicht sogar bereit, meinen anderen Dschungeltempel zu verlassen, wenn ich einen finde, der ein bisschen praktischer positioniert ist. Aber das wird man dann ja sehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Minecraft. Auf Wiedersehen.